Ja, Hallihallöchen, ich bin euer Lieblingsnoob Konrad und wir spielen heute wieder Minecraft. Und wir sind dabei, unser Dach ordentlich zu machen hier. Da haben wir uns ja letztes Mal die schwarzen Holzteilchen gemacht. Moment, ich muss meinen Timer noch starten. Sonst machen wir wieder eine Überlängenfolge. So, dann klettern wir da hoch. Da hoch und dann fangen wir mal an, die Holzplanken zu setzen. So, da darf die Stufe dann ruhig bleiben, denke ich. Das ist okay. Da kommt man ja trotzdem problemlos hoch. Es ist ja einfach, um das Ganze hier bündig schön zu kriegen und nicht mit diesen Mauern hier zwischendrin. Das sieht dann nämlich ein bisschen doof aus, finde ich. Dann können wir unsere Geheimkammer auch fertig bauen. Ah, da muss ich ein bisschen balancieren hier. Da ist dann einfach die Geheimkammer drunter. Keine Ahnung, was wir da mal reinmachen. Vielleicht ein Kerker für böse Zombies oder so. Und es wird schon wieder dunkel. Anständig hier. Jetzt werden mich gleich wieder Monster auf dem Dach hier besuchen. Weil ich auch noch nichts ausgeleuchtet habe hier oben. Aber das macht nichts. Wenn ich jetzt runtergehen würde, würde mein Bett mir wahrscheinlich eh wieder zuflüstern, dass ich nicht schlafen kann, weil Monster in der Nähe sind. Also bringen wir das hier einfach zu Ende. So. Oh, die Slabs reichen vielleicht doch nicht ganz. Muss ich vielleicht doch gleich wieder runter, sowieso mir neue Slabs machen. Habe ich mich ein bisschen verschätzt von der Menge her, glaube ich. Brauchen wir doch einige dazu, wenn man so ein großes Dach decken möchte. So. Ja, ich kann das nicht so schnell. Es gibt ja welche, die sind ja unglaublich hier am... Wenn die was bauen, da kommst du ja gar nicht mehr... Da kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Ich bin halt nicht so schnell. Ich bin ja auch schon alt. Ich darf das. Darf ruhig ein bisschen langsamer sein. Außerdem, schön Ding will Weile haben, ne? Mal unser Dach auch schön solide zugepflastert haben hier. Ja, das ist jetzt halt wieder so eine Arbeit. Die braucht halt einfach Zeit. Da habe ich auch nicht viel zu erzählen. Das bringen wir einfach vernünftig zu Ende. Aber ich sehe schon, komm, ich muss nochmal runter, nochmal neue Slabs machen. Die werden nicht reichen. Die ich da habe. Die 58, die ich da noch im Gepäck habe. Aber das wird dann wenigstens schön hier oben. Dann Grillpartys feiern und was weiß ich nicht alles. So, ich muss runter Slabs machen, kann ich bei der Gelegenheit vielleicht auch noch hinlegen, damit wir den Monstern ein bisschen aus dem Weg gehen hier. Ich hätte die Tür zumachen sollen, ne? Egal. Die werden mir jetzt nicht bis ins Schlafzimmer folgen. Ich versuche erstmal, ob ich schlafen kann. Ob ich schlafen kann. Ich kann schlafen, unglaublich. Juhu! So, ausgeschlafen. Dann machen wir uns neue Slabs. So, ich hoffe, die reichen dann auch, die ich hier mache. Aber sollte eigentlich reichen. Ja, das müsste reichen. So viel war es jetzt ja auch nicht mehr zum Zugkleistern da oben. So, ab nach oben nochmal. So, doch, oder? Oh, könnte trotzdem knapp werden.
Wir lassen uns überraschen. Ob es reicht oder nicht. Ich glaube fast nicht. Hat sich's doch gelohnt, dass wir irgendwann mal folgenlang, als wir das Fußballfeld gerodet haben, so viele Schwarzholzeichen platt gemacht haben. Deswegen haben wir da jetzt ein bisschen Vorrat einfach und Material zum Bauen. Das ist auch nicht schlecht, können wir in Ruhe an dem Projekt mal dranbleiben. Und müssen nicht zwischendurch Bäume fällen gehen. Macht sich alles irgendwann mal bezahlt. Boah, das ist so stupide Arbeiten wieder. Da wird man wieder total gaga im Kopf. Sieht man nur noch braun. Und den Turm muss ich auch mal schön machen, wenn ich so die Lavasäulen jetzt aus dem Augenwinkel wieder sehe. Furchtbar. Da mache ich vielleicht auch einen vernünftigen Turm einfach drumrum. Und der leuchtet dann so schön durch die Fenster durch, weil die Lava da drin ist. Dann muss ich das nicht kaputt machen, was ich da mal gebaut habe. Hab da immer, wenn ich in den Turm gehe, eine Erinnerung dran, was ich mir da mal für eine Mühe und Arbeit gemacht habe, für was im Endeffekt total scheiße ausgesehen hat. Und jetzt wird es wieder ein bisschen rockiger hier. Das ist die richtige Musik hier für das spannende Plattenlegen, was wir gerade machen. Ja, reicht nicht. Wir müssen... Oh, wegen zwei Reihen, weißt du? Wegen zwei Reihen. Naja, gehen wir nochmal runter. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ist ja alles kein Problem. La, 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 la. So. Die nehmen wir uns... So, da machen wir Bretter draus und aus den Brettern machen wir... Nee, da machen wir doch Bretter draus und aus den Brettern machen wir Slabs und das reicht jetzt auf jeden Fall. Dann nehmen wir das Steak hier noch raus. Haben wir da sonst noch was drin? Schöne Steine. Ah, brauchen wir wahrscheinlich, aber da müssen wir nachher eh nochmal runterkommen. Aber ich könnte die ja schon mal rausholen und die Öfen nochmal neu befüllen. Mit ein bisschen Cobblestone. Dann arbeiten die in der Zeit. Das nennt man dann Zeitmanagement. Ach, aber ich habe keinen Platz, um die... Naja. So viel zum Zeitmanagement. Scheiß auf Zeitmanagement. So, wieder hoch aufs Dach. Kamikaze-Sprung. Und dann geht's weiter. Oh, unsere Farm, das sieht schön aus von oben, finde ich. Wenn wir da dann noch die Pferde irgendwann mal holen, die wir ja ein paar Kilometer weiter gebunkert haben, dann wird das richtig schön. Okay, so, dann können wir jetzt nämlich hier mit dem da weitermachen. Und zwar einfach höher. Dann fällt man auch nicht runter, wenn man da läuft. Das ist auch nicht schlecht. Oder kann da auch einfach nicht hochhobbeln. So, müssen wir jetzt einfach konzentrieren. Und dann vielleicht bei Gelegenheit auch noch gucken, wie das dann jetzt von unten aussieht, wenn das alles ein bisschen höher ist. Dürfte aber optisch, glaube ich, eher eine Aufwertung sein, wenn es ein bisschen höher ist. Gucke ich mir dann auch gleich nochmal an. Machen wir aber die Zinnen auch noch fertig. Ja,
so sieht es doch schon schöner aus. Ich meine, wir können noch so Stufen, dass man wenigstens hochkommt. Vielleicht noch so Steinstufen oder so hinmachen. Müssen wir mal gucken. Da kommt eh der Turm hin, ne? Da muss ich nichts machen mit Zinnen. Da kommt der Turm hin. Müsste ich da wieder was mit Zinnen machen? Da alles eins höher. Oh, es ist schön mit so Aussicht, ne? Hat was, finde ich. So, genau, dann haben wir das erstmal. Ich will mir das kurz angucken, wie das so von unten aussieht. Wenn es einfach eine Nummer höher ist. Und im Ansatz schon mal, dass ich weiß, wo der Turm sein wird. Vielleicht einfach schon mal hier alles ein bisschen höher machen. Bei einem Fenster. Ah, die Fenster schlage ich dann später in den Turm rein. So, einfach damit ich mal von unten sehe, wie das Ganze so... Hui, springen wir in unseren künstlich angelegten Teich und schauen uns mal an, wie das jetzt aussieht, wenn das höher ist. Ich glaube, das wirkt sich nicht negativ aus. Nee, wirkt sich nicht negativ aus. Bisschen vielleicht. Bisschen vielleicht. Was könnte man da machen, dass das vielleicht nicht mehr ganz so doof aussieht, indem wir auf der Ebene hier, wo das Kreuzchen gerade ist, vielleicht noch Verzierungen anbringen, so Holzknöpfe, oder? Das könnte man machen, wird allerdings, obwohl wenn wir uns da einfach hochbauen und dann so Verzierungen anbringen, das könnte man machen. Aber ich würde sagen, jetzt bringen wir erstmal das Zeug mit den Zinn und so alles fertig. Um die optischen Feinheiten kann man sich ja dann später noch kümmern. Da wird dann der Turm mal sein. Den kann ich allerdings bis zu der Breite rausziehen. Muss ich mir merken. Dann ziehe ich den nämlich auch gleich bis zu der Breite raus. Oh. So, genau, den Turm kann man bis zu der Breite rausziehen. Einfach, dass ich das weiß. Und dann machen wir das hier drin aber auch bis zu der Breite. Jetzt die Frage, die brauchen wir dann nicht. Okay. Das ist gut. Dann kann ich da vielleicht kann ich hier dann auch mit den Slabs arbeiten. Mit den Slabs. Genau, dann geht hier nämlich die Leiter hoch. Die Treppe hoch. Dann können wir das Ganze hier nämlich auch noch vergrößern. Den Platz, den wir hier haben. Indem wir hier so eine Turmzwischenebene reinmachen. Machen wir dann auch noch ein Geländer hin, dass da keiner runterfällt. Aber das können wir durchaus so machen. So, dann muss ich demnächst noch ein Zäunchen bauen. Moment, der muss eins höher, ne? Ja. Ist halt jetzt schwierig einzuschätzen so. Ich mache das, glaube ich, lieber so. Sehe ich das besser? So, wenn man da dann ein Zäunchen hinmacht, dass da einfach niemand runterfällt. Genau, das könnte man eigentlich... Mache ich das gleich? Das mache ich gleich, sonst vergesse ich es wieder. Ich könnte mir auch einfach eine Werkbank da oben hinstellen, ne? Da muss ich nicht immer rumlaufen. Weil... Das Material habe ich ja dabei. Baue ich mir hier eine Werkbank. Schwuppsdiwupps. Machen wir hier eine Werkbank hin. Ah ne, da ist der Turm dann. Machen wir hier eine Werkbank hin. Ah ja. Aber da will ich ja eh noch Stüfchen hin machen. Ist ja jetzt auch egal. Was wollte ich machen? Zäune, ne?
Zäune gingen nochmal. Ich glaube, Stiggys in die Mitte und die da so, ne? Genau. Essen wir noch was? So. Machen wir hier das Sturzgeländer hin, was natürlich jetzt doof aussieht, so wie es da ist. Deswegen setzen wir da einfach noch was drunter. Sieht das vernünftig aus. So, ist doch okay, oder? Ist doch schön jetzt, oder? Ja, ist doch schön. So, laute Musik, ne? Oh, herrlich. Und wir haben wieder Nacht. Genau, was ich gucken wollte, ob das geht. Dass ich aus den Dingern hier auch... Geht, tatsächlich. Das ist gut. Aber die kann ich da nicht hinsetzen. Das ist wiederum schlecht. Okay, das hätte ich sonst jetzt gerne gemacht, aber wenn es nicht sein soll, dann halt nicht. Ach, das geht auch nicht. Okay. Dann mache ich einfach, damit ich da hochkomme, eine Holzplanke. Wenn ich die rundrum setzen würde, sähe das wieder ein bisschen doof aus, glaube ich, oder? Ich fände schon. Ich fände schon. Aber so zum Ausgucken wäre es halt schön, ne? Ja, naja, jetzt machen wir erstmal die Zinnen fertig. Da habe ich gesagt, 1, 2, Mitte. 1, 2. Da habe ich gesagt, mache ich nichts, ne? Das lasse ich so. Weil das irgendwie komisch ist, wenn da nichts ist, finde ich. Und das ist auch komisch, aber ich könnte doch einfach da einen hinsetzen. Dann sieht das doch in Ordnung aus. Mensch! So, hier mache ich keinen. Habe ich. Genau, da mache ich keinen. Der ist in Ordnung hier. Ach komm, Levelpünktchen sammel mal ein. Habe ich eh wieder. Ich wollte viel mehr verzaubern eigentlich, ne? Wenn ich schon mal so viel Level habe. Hätte ich eigentlich machen sollen. Zobbeln wir hier halt ein bisschen rum. So, da muss ich mich jetzt wieder zur Mitte hinarbeiten. Das heißt, zwei frei, eine Zinne. Dann von der anderen Seite. Zwei frei, eine Zinne, zwei frei, eine Zinne, zwei frei, eine Zinne. Und von da aus zwei frei, eine Zinne, zwei frei, eine Zinne, zwei frei, eine Zinne, zwei frei, eine Zinne. Und dann lass mal hier einfach wieder die größere Lücke. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Hier das gleiche Spielchen, zwei frei, eine Zinne, zwei frei, eine Zinne, zwei frei, eine Zinne. Und von der anderen Seite noch. Wobei hier ist dann der Turm. Ist das hier? Ja, hier ist der Turm. Mache ich gleich mal kenntlich. Zwei frei, eine Zinne, zwei frei, eine Zinne, zwei frei, eine Zinne. Zwei frei, eine Zinne. Zwei frei, eine Zinne. Dann passt das sogar. Ach, guck mal, vom Baum kommt er. Vom Baum kommt er uns besuchen. Okay. Und hier gibt's dann quasi den Turm. Das heißt, das ist natürlich doof. Das ist saudoof. Das ist echt ein bisschen doof. Weil das sieht dann ja wieder doof. Blöde aus. Hm. Naja, ich habe noch genug Slabs hier. Wenn ich einfach den ganzen Raum hier dann auch in der Höhe mache. Außer hier, da kommt man dann quasi hoch. Dann mache ich den ganzen Raum in der Höhe und dann geht man halt wieder eine Stufe runter, wenn man aus dem Raum rauskommt. Ich will den Turm nämlich schon geschlossen haben eigentlich. Das können wir ja machen, ist ja kein Problem.
So, wenn ich auf die Uhr gucke, merke ich, dass wir eigentlich schon wieder in der Überzeit uns befinden. Aber ich will das jetzt hier noch schnell, dass ich beim nächsten Mal den Ansatz auch wieder finde, wo ich stehen geblieben bin. Naja, da können wir dann einfach, wo die Türe hinkommt, können wir ja kurz mal erörtern, wo das sein wird, die Mitte. Oder die zwei Türen, dann machen wir da eine Doppeltüre hin. Kommen da die Stufen einfach hin. Dann geht man da einfach wieder eins runter. Dann mache ich die Türen auch noch gleich. Moment. Dazu muss ich den Turm hier mal so weit fertig kriegen, dass wir Türen einbauen können. So, ich mache schnell zwei Türen. Oh, jetzt habe ich sechs Türen gemacht. Ein Sechstürer. Und die machen wir dahin. So, dann sieht das doch anständig aus. Und dann können wir nächstes Mal beim Turmbau weitermachen. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Euer Lieblingssnoob Konrad. Ciao.